Sie will offenbar kein braver Teenie mehr sein. Das zeigt auch ihr neues Nasenpiercing. Gerade promotet Miley Cyrus ihren neuen Kinofilm LOL, was lautes Lachen in der Chatsprache bedeutet. Doch im Interview mit uns lacht sie nie laut und unbeschwert, sondern wirkt sehr kontrolliert und professionell. Es muss ein enormer Druck sein, unter dem Miley als Teenie-Idol steht. Das viele Geld, das man als Star verdient, ist eine Art Entschädigung für die Beschimpfungen im Internet, die Paparazzi. Du kannst dir zwar ein großes Haus leisten, aber kannst es nicht verlassen, denn sobald du auf die Straße gehst, bist du wie unter Beschuss. Es ist hart. Wie schwer Miley damit umgehen kann, zeigen die letzten Monate. Der einstige Hannah Montana-Star sei auf dem Weg zum Luder-Image, lästern manche. Mal zeigt sie sich unten ohne, mal pöbelt sie gegen Paparazzi. Fuck off, you dirty fucking pig. Vor einem Monat dann schockierten diese Narbenbilder, die beweisen sollen, dass Miley sich selbst verletzt. Außerdem soll sie im Fitness- und Abnehmwahn sein. All diese Gerüchte gehen der 19-Jährigen nahe, sagt sie. Wenn ich abnehme, bin ich gleich magersüchtig. Wenn ich zunehme, bin ich zu fett. Die Leute vergessen oft, wie schwierig es ist, wenn alle über einen urteilen. Es gibt viele, die damit nicht umgehen können und daran zerbrechen. Demi Moore, die im Film, der am 31. Mai in unsere Kinos kommt, Mileys Mutter spielt, wäre daran fast zerbrochen. Und ausgerechnet sie, die erst kürzlich in eine Entzugsklinik musste, ist Mileys großes Vorbild. Sie ist unglaublich toll und meine Mentorin. Sie macht diesen Job seit Jahren. Nichts wird sie unterkriegen. Miley will beruflich kürzer treten und sich jetzt mal nur auf sich konzentrieren. Hoffentlich tut sie das auch und nimmt sich nicht in jeder Hinsicht ein Beispiel an ihrem Vorbild Demi.